Dr. Walter Filser, der Schweizer Kardiologe und Sportmediziner Professor Henner Hansen von der Universität Basel hat ja eine sehr interessante Studie mit der von Ihnen entwickelten retinalen Gefäßanalyse gemacht, die Rückschlüsse darauf erlaubt, wie gut diese Methode Änderungen im generellen Gesundheitszustand von Menschen und in diesem Fall nicht von alten Kranken, sondern von jungen Menschen nachweisen lässt. Was hat Professor Hansen genau gezeigt? Also Professor Hansen hat mit der statischen Gefäßanalyse im Screening Schulkinder untersucht und hat einfach auch nach den Zusammenhängen geschaut, wie die Gefäße beeinflusst werden durch die Mobilität der Kinder als ein Beispiel und durch Sport, durch verschiedene andere Dinge. Und was da eben interessant ist, ist das, was man eigentlich schon sehr, sehr lange kennt, dass praktisch das Gefäßsystem mit dem Leben auch zu altern beginnt. Natürlich vielleicht nicht gleich im ersten Jahr, aber man muss eigentlich sehr frühzeitig präventiv wirksam werden, wenn man das Gefäßsystem gesund halten will. Und das ist eigentlich, was aus den Ergebnissen vom Professor Hansen rauskommt. Und deshalb ist es auch so wichtig, ganz frühzeitig eben Kinder zu beobachten, auch die Zusammenhänge darzustellen, dass praktisch bei fehlender Mobilität auf der einen Seite, aber auch bei schlechter Ernährung, ungesunder Ernährung auf der anderen Seite, aber auch durch Stress eben halt schon sehr, sehr frühzeitig, nämlich schon Kinder unter 10 Jahren, Gefäßveränderungen nachweisbar sind.